Hallo und willkommen meine Freunde, in meinem heutigen Video will ich mal ein paar Bosse machen und zwar einen speziellen Boss und zwar 30 mal den Elder. Ich habe 30 Sets hiervon und wenn man die kaufen würde, kommt natürlich darauf an, ob man die einzeln oder in größeren Mengen kauft, kosten 30 Sets ungefähr 12 bis 15 Divine Orbs. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, dass wir die rausholen werden, weil ja, kommt natürlich darauf an, wie viele Watchers Eyes droppen, wie viele Wächteraugen heißt die, glaube ich, auf Deutsch, droppen. Und diese können natürlich zwei Mods haben und wenn da interessante Mods drauf sind, wie Hatred Mods oder Disziplin, irgendwas, dann können die schon relativ teuer werden, auch mit zwei Mods. Wenn man den Yuba Elder macht, also das Shaper und Elder zusammen, dann kriegt das Watchers Eye natürlich drei Mods. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Watchers Eye wir kriegen bei 30 Sets. Wir gucken mal rein. Ja, die 30 Elderhand sind vorbei und wir wollen mal schauen, was wir bekommen haben. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir haben in 30 Runs 3 Watchers Eyes. Ich habe die noch nicht angeguckt, nur identifiziert. Letzte Season konnte man im Atlas noch skillen, dass man eine erhöhte Chance hat, ein Watchers Eye zu bekommen beim Elder oder Shaper, also Yuba Elder. Und da hatte ich, glaube ich, jeden fünften Run Watchers Eye, jetzt nur jeden zehnten. So. Wir haben aber insgesamt 30 graue Fragmente, weil in jedem Rand droppt ein Fragment ein graues für Yuba Elder. Die kosten, 4 Stück kosten ein Divine Orb. Also wir haben hier ungefähr 7,5 Divine durch diese Fragmente. Des Weiteren sind 3, 6, 9, 12 Gürtel gedroppt, also jeden zweiten Rand fast. Und 4, 8, 9... 9 Handschuhe, also jeden dritten ran diese Handschuhe, die so nichts wert sind, aber ich habe die auch schon mal auf 20 Quali gebracht, da ich gleich co-opte, vielleicht kommt da noch ein geiler Mod drauf. Unendlich viele Elder-Items, ich habe jetzt die meisten liegen lassen, fast nur Ringe und Amus mitgenommen. Atlas Maven Invitations für den Atlas und für The Feared sind aber auch nichts wert, so 10 Chaos The Feared vielleicht. Also das rechnen wir auch nicht bei. Dann ein Ammo für Conductivity und 3 für Despair. Sind auch nichts wert. Das heißt, wir haben hier 7,5 Divine und jetzt gucken wir, ob die Watchers Eyes noch was bringen. Wir müssen ungefähr 5 Divine noch rausholen, einen guten Mod hitten, dann haben wir es vielleicht. Also, das erste Watchers Eye ist Energieschild, bla bla, per Hit mit Disziplin und Arcan Search. Der erste Mod ist 2 Divine, der zweite Mod alleine ist 20 Chaos, zusammen 10 Divine. Da schauen wir lieber nochmal genau nach. Zusammen 10 Divine. Also,
hauen wir es für 9 raus und gut ist. Also das machen wir schon mal. 9 Divine. Ich packe das mal in so ein Trade-Fach. Vielleicht geht es auch gleich sofort weg. Perfekt. So, das zweite Watcher's Eye ist Chance to die Double Damage Pride. Okay. Und Non-Changing Skills Mana-Kosten runter mit Clarity. Hört sich gar nicht so verkehrt an die Kombi. Das ist nichts. Das alleine ist auch nichts. Zusammen. Ah, okay. 50 Chaos, 14 Tage, vor 2 Stunden fast in die Weine, sagen wir 100 Chaos. 100 Chaos zähle ich jetzt aber nicht zu den Gewinnen bei, weil nur Exalted Dinger. So. Und das dritte Watcher's Eye ist ein Chaos Risi mit Purity of Elements 33 und Consecrated Ground Lingering. Das ist jetzt nicht so interessant, aber 33 Chaos Risi. Okay, das alleine zusammen. Keins drin, offline, genug. Also gehen wir mal auf den hier. Chaos Resi vielleicht. Sagen wir 100 Chaos, auch scheißegal. Wenn es einer kauft, dann kauft das. Und wenn nicht, geht man noch ein bisschen runter. So, das heißt, wir haben 7,5 Divine hiervon. Und ich rechne nur das eine Watch's Eye, das gab 9, sind 16,5. Das heißt, wir haben schon mal ungefähr 4 Divine Plus gemacht. Jetzt diese Handschuhe, die sind so vielleicht 5 bis 10 Chaos wert, aber wir wollen die alle nochmal wahlen. Vielleicht kriegen wir einen Curse-on-Hit drauf und vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr. Alles klar, so. Nichts passiert. Nichts passiert. Rar geworden. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Und nichts passiert. Also das hatte ich auch noch nicht. Das bei 9 Handschuhen sind das, glaube ich, nicht ein Corrupten Mod. Okay, sei es drum. Wir haben 4 Divine Gewinn gemacht. Ist eigentlich ganz okay. Vielleicht kann man bei diesen Sachen hier noch auf einen geilen Mod hinten bei den Elder-Kram und vielleicht da noch ein bisschen craften und den verkaufen. Aber am Ende der Liga lohnt das, glaube ich, auch nicht mehr. War auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie oft denn ein Watcher's Eye droppt, wenn wir nicht diesen Mod mehr haben im Atlas leider, wo wir die Chance erhöhen. Also man kann jetzt sagen, jeder 10. Run ist ein Watcher's Eye, also ein Wächterauge. Was ziemlich wenig ist, weil das eine hat zwar 9 Divine gebracht, aber es hätte ja auch Gammelmod sein können, dann hätte ich hier nur die 7,5 gehabt, die man auf jeden Fall wieder kriegt, weil er jedes Mal beim Kill so ein Fragment droppt. Ja, ist Glückssache, klar. Kann aber auch 2 Mega-Mods sein, zweimal hated oder so und du hast gleich 30, 40, 50 Divine Orbs. Also ist auf jeden Fall interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns gerne, gerne beim nächsten Video wieder. Danke fürs Einschalten.